Bist du im E-Commerce tätig und bist Kleinunternehmer oder überlegst, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen? Dann gibt es zwei Dinge, die du unbedingt beachten solltest. Welche das sind, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und nach Umsatzsteuerrecht meine ich mit E-Commerce den Versandhandel übers Internet. Das heißt, du hast einen Online-Shop oder du verkaufst über eine Plattform und versendest dann physische Waren. Und da gibt es eine wichtige Sache zu beachten. Bei dem Versandhandel, gerade den grenzüberschreitenden Versandhandel innerhalb der EU, gibt es das sogenannte One-Stop-Shop-Prinzip, das du unbedingt beachten solltest. Ich habe zum One-Stop-Shop-Prinzip schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau also unbedingt da einmal vorbei, wenn du davon noch gar nichts gehört hast. Hier an dieser Stelle nur einmal ganz kurz. Dieses OSS-Prinzip besagt, dass du unter bestimmten Voraussetzungen in dem Land Umsatzsteuer abführen musst, in dem dein Kunde sitzt. Das heißt, es kann durchaus dazu führen, dass wenn du in Deutschland einen Online-Shop betreibst, du aber in Österreich Umsatzsteuer abführen musst, wenn du viele Kunden in Österreich hast. Und in diesem Zusammenhang ergibt sich eine große Frage bei der Kleinunternehmerregelung. Was gilt eigentlich für dich, wenn du diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen hast? Kurz für alle, die es nicht wissen. Die Kleinunternehmerregelung ist eine Vereinfachungsregelung im Umsatzsteuergesetz. Das besagt, dass du keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben musst. Das heißt, du weist keine Umsatzsteuer aus, kannst im Gegenzug aber auch keine Vorsteuer geltend machen und musst deswegen auch keinerlei Meldungen zur Umsatzsteuer machen. Diese Regelung kannst du in Anspruch nehmen, wenn du in dem vergangenen Kalenderjahr unter 22.000 Euro Umsatz gemacht hast und in dem laufenden Kalenderjahr voraussichtlich unter 50.000 Euro liegen wirst. Und dann hast du mit dem ganzen Thema Umsatzsteuer eigentlich nichts zu tun. Diese beiden Regelungen in Kombination, also das One-Stop-Shop-Prinzip und die Kleinunternehmerregelung, führen zu der Frage, wie macht man das eigentlich als Kleinunternehmer? Weil als Kleinunternehmer weise ich ja eigentlich keine Umsatzsteuer aus. Wenn aufgrund des One-Stop-Shop-Prinzips aber gar keine Umsatzsteuer in Deutschland gezahlt werden muss, sondern in einem anderen Land, beispielsweise Österreich, muss ich als Kleinunternehmer dann diese Steuer in Österreich zahlen oder gilt die Kleinunternehmerregelung? Und in diesem Zusammenhang gibt es zwei Dinge, die du genau prüfen solltest. Das erste, was du unbedingt beachten solltest, ist die Umsatzschwelle von 10.000 Euro. Denn wenn du Waren an Endkunden, also an private Personen im EU-Ausland versendest und über 10.000 Euro wert bist, dann führt das tatsächlich dazu, dass du in dem Bestimmungsland, also in dem Land, in dem deine Kunden sitzen, musst du da tatsächlich die Umsatzsteuer abführen. Wenn du Geschäftskunden hast, also Unternehmenskunden hast, B2B-Umsätze machst, dann gilt das immer. Dann ist der Ort der eigentlichen Leistung, also des Versands, immer in dem Zielland, also immer da, wo dein Kunde sein Unternehmen betreibt. Und das führt auch dann dazu, dass du in diesem Land eine umsatzsteuerliche Meldung machst. Und wenn wir da beim Beispiel Österreich bleiben, den österreichischen Staat interessiert das überhaupt nicht, ob du in Deutschland eventuell Kleinunternehmer bist, weil du dann in Österreich nach österreichischem Recht deine Umsatzsteuer abführen musst. Diese ganze Regelung ist natürlich wahnsinnig nervig, ich verstehe das vollkommen, aber es gibt auch einen Vorteil. Und zwar fällt dieser Umsatz dann tatsächlich aus der Umsatz der Kleinunternehmerregelung raus. Das heißt, wir bleiben beim Beispiel, du machst 10.000 Euro Umsatz nach Österreich und dadurch verändert sich der Ort des Versandhandels, das heißt der Ort dieser Lieferung des Versandes nach Österreich und musst dann in Österreich Umsatzsteuer abführen. Das führt dann aber dazu, dass du in der Berechnung der Umsatzsteuergrenzen diese 10.000 Euro nicht mehr berücksichtigen musst, weil dieser Umsatz halt nicht mehr in Deutschland gemacht wurde und für die deutsche Kleinunternehmerregelung gilt der Umsatz, der in Deutschland gemacht wurde. Das heißt, dann kannst du die Kleinunternehmerregelung unter Umständen auch noch in Anspruch nehmen, wenn du 32.000 Euro Umsatz gemacht hast. 10.000 Euro waren davon dann aber halt nicht in Deutschland, sondern beispielsweise in Österreich, dann kannst du trotzdem im folgenden Jahr noch Kleinunternehmer sein. Das heißt, ausländischer Umsatz wird in die Berechnung der Kleinunternehmerregelung und der Prüfung der Grenzen nicht mit einberechnet. Bleibt natürlich immer noch ein riesengroßes Problem, und zwar, wie schaffst du das, dich in all den Ländern zu registrieren, wo du irgendwelche Kunden hast? Das ist ja ein unheimlich riesiger Aufwand. Ich meine, in Österreich ist es noch relativ einfach, weil die auch Deutsch sprechen, aber was ist, wenn du Kunden hast in Dänemark, in Frankreich, in Spanien, in Portugal, Italien, in Polen und so weiter? Du musst dich ja dann in jedem einzelnen Land registrieren, wenn du da einen Kunden hast. Das ist ja unglaublich aufwendig. Ist es? Stimmt. Deswegen hat sich der Gesetzgeber da was Einfacheres ausgedacht. Und zwar kannst du das alles auch zentral in Deutschland melden. Und zwar beim Bundeszentralamt für Steuern. Und dieses Bundeszentralamt für Steuern hat ein Online-Portal. Das heißt BOP, also Bundeszentralamt für Steuern Online-Portal. Den Link dazu findest du auch einmal unten in der Videobeschreibung. Und über dieses Online-Portal kannst du alle Umsätze melden, die du mit Endkunden im EU-Ausland gemacht hast. Zusammengefasst kann man es also sagen,
Du solltest dir dringend Gedanken machen, ob die Kleinunternehmerregelung für dich überhaupt sinnvoll ist, wenn du im Versandhandel tätig bist, wenn du doch sowieso auch Umsatzsteuermeldungen abgeben musst. Die Kleinunternehmerregelung hat nämlich auch noch ein paar andere Nachteile. Ich habe dazu schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Schau da unbedingt einmal vorbei, wenn du gerade im Gründungsprozess bist und dir Gedanken machst, ob die Kleinunternehmerregelung für dich vielleicht das Richtige ist. Wenn du sagst, ist sie oder ist sie nicht und du brauchst einen Steuerberater, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Denn wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir helfen dir gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Schau aber auch gerne erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.